Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Geschwätzblitz mit der Melanie an meiner Seite und mit Genau. mir. Seit langem mal wieder dabei. Ich habe vorhin mal überlegt, wann ich mein letztes Geschwätzblitz gemacht habe. Ich glaube, das ist Studio in Hamburg, ja ne? wahrscheinlich 2 Jahre her oder so oder eineinhalb vielleicht. Aber ich bin schon ein bisschen eingerostet. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie das richtig geht. Bin ja auch generell nicht so die große Blitzerin. Aber jetzt hier am Doch, doch, Wochenende doch. war mal in Dresden Aber da und haben wir. haben Doch, da haben wir geblitzt. Ein Blitz ja Turnier in sogar der Zentrumgalerie gespielt. gegen mehrere gleichzeitig auch. Naja, gut, dann eher Schnellschach, aber Genau, das war so ein ja. Schnellschach-Simultan, aber da muss man ganz schön rennen, wenn man an 5 Brettern 20 Minuten hat. Das war sportlich, sportlich. Genau, was machen wir heute? Wir blitzen ein bisschen und werden dabei auch so ein paar, weiß nicht, Spaß-Modi einbauen. So, dass du mir mal die Züge ansagst, beziehungsweise Figuren oder ich dir oder was uns sonst noch so Lustiges einfällt. Oder was euch einfällt, gerne auch natürlich, ne? Genau, im Chat gerne schreiben. Wir haben den wie immer offen, gucken da eigentlich parallel zur Show immer rein. Und ja, ich würde sagen, wir gehen mal hier in unsere Browser-Ansicht. Unser neuer Gemeinschaftsaccount, um das vielleicht nochmal zu sagen, wen müsst ihr heute herausfordern? Und zwar ist das der Account, hier oben kann man es gerade ein bisschen lesen, wenn ich meine Maus finde. Hier Melikolas, ne, so eine Mischung aus Melanie und Nikolas, Melli und so. Wollen wir einfach mal anfangen? Ja, also fordert oder wir Ja. werden herausgefordert. Wir werden herausgefordert. Bitte 5 Minuten, wenn wir irgendwelche ganz besonders lustigen Modi austesten wollen. Dann passen wir die Zeit vielleicht an. Wenn ihr irgendwelche Modi vorschlägt, ich sehe es nur gerade im Chat, da wurde vorgeschlagen, eine Runde Hand and Brain zu spielen. Also, dass einer von uns denkt und der andere zieht, oder? Ja, das weiß ich nämlich nicht. Das wollte ich gerade sagen. Dann vielleicht mit Erläuterung. Also ich bin das Brain, das haben wir schon mal festgelegt. Okay, das kann sein. Aber wenn, meinst du, ich weiß nicht, was heißen soll, dass du einfach nur ansagst und ich führe es dann aus oder was? Da, verstehe ich jetzt nicht den Sinn. Aber egal, wir legen einfach mal los direkt, gehen hier in die Challenges und ich würde sagen, du suchst dir selber mal jemanden aus. Ich weiß nicht, wie man suchst du über. Ich weiß ja nicht, was ich. Jetzt. Huch. Nee, das wollte ich jetzt nicht. Jetzt habe ich. Moment nochmal. Habe ich jetzt hier alle weggeklickt? Nein, nein, sind Nee. alle da. Okay. Na komm, dann nehmen wir hier doch direkt mal so einen mit noch hohen Elo. Oder? 2269 ist schon mal ziemlich viel. Ja, dann wie du willst, Ladies first. Du hast die freie Auswahl, ne? Okay, aber dann schauen wir mal, was daraus drin wird. Okay, wenn wir in die Partie gehen, dann werden wir euch das Ganze auch ein bisschen größer darstellen, damit ihr den vollen Fokus auf die Partie habt und ja, schieß mal los, oder? So, E4. So weit sind wir uns wahrscheinlich auch noch einigermaßen einig. Wobei du manchmal auch noch D4 improvisierst. Nee, improvisieren kann man nicht sagen, aber variieren. Was ich auch manchmal schon gemacht habe, aber mein Ja. Herz schlägt weiterhin für erstens E4. Das kann man ganz klar so sagen. So, sind wir hier sizilianisch. Ha, mit E6. Jetzt könntest du So. in Ach, Svechnikov Feld. Ja, das vielleicht machen wir doch, übergehen. ne? Es sei denn, er spielt D5, dann kannst du das nicht. D5. Okay, dann So, jetzt können jetzt wir das doch machen. Läufer. Läufer So, F4, E5 und dann E5, Läufer Läufer. G5. Und dann sind wir in der normalen Variante, wo Genau. es ja auch unglaublich viel Theorie gibt. Also da fängt die Theorie ja meistens erst irgendwann jetzt sind wir im 9., also sagen wir im 15. Zug an. Ja, mag Für sein. zumindest für die, die das regelmäßig mit Schwarz spielen. Ich selber zum Beispiel, naja, so ein paar Züge kriege ich noch hin, aber jetzt muss man immer schon gucken, wenn Schwarz jetzt irgendwie gleich Turm B8 spielt oder irgendwie Springer E7 Züge oder irgendwas gibt es ja auch. Da gibt es dann schon so ein paar Nebenvarianten, wo man nicht mehr so richtig weiß, ne? Ja, so, ich glaube jetzt A4 noch. Mag sein, ich spiele das ein bisschen anders. Ich spiele es Ach so. mit C4, beziehungsweise ja, wie du schon gesagt hast, ich variiere und ich variiere ziemlich häufig mit allem. Also gerade dem Blitzen. Springer F3, C4 hast du vergessen, was ich gerne spiele. Oh, den kenne ich schon mal nicht. Also ich dachte So. schon, oh, den kenne ich. Nee, da bin ich jetzt raus. Eigentlich ist Ja. der zu früh.
Aber Ich hätte gedacht, wir snacken den raus und spielen na Springer gut, E3. dein Wort in Gottes Ohr oder sowas. Ja, wobei eigentlich will ich ja nicht, dass. Kann ich hier mit Pre-Move arbeiten Kannst eigentlich? du, ja. Das kannst du, indem du den Zug einfach vorher ausführst. Macht Oh, natürlich. unsere Zeit. So, Läufer C4 oder sowas? Vielleicht? Wir wollen ja. Oder Läufer schlägt A6. Also, oder Turm schlägt A6. Oder Turm. Aber dann kommt vielleicht Dame B6, ne? Aber Auf Läufer schlägt beides. A6, dann ist er so gefesselt. Ja, das ist doof, ne? Ich, Okay. Ja, doch, so. der gefällt mir eigentlich auch, aber mit dem Turm wieder nehmen. Das könnte man Ja, pre-moven. genau, damit ich. Dann mach das Also, doch. wie mache ich das Ja, jetzt du ziehst so? ihn Ah, einfach. ja. Tada! Ja. Weil ich will hier dieses Feld auf D5 will ich haben. Das ist ja so ein wichtiges Feld Ja. im Svechnikov. Auf jeden Fall. So, haha. Jetzt haben wir hier sogar unseren Pre-Move Ja. nutzen können. Das ist doch schon mal eine Freude wert, oder? So, und jetzt. Ja. Passiert schon ab und zu mal. Was hältst du denn jetzt von Rochade? Und D5 machen wir Turm C5. Und Okay. dann greifen wir ihm sein Zentrum an und nehmen ihm das auseinander. Wir müssen auf jeden Fall schnell spielen, weil das ist der Grund, warum ich im Blitzen immer Ja. eingehe, weil ich bin einfach zu langsam. Falls jemand von euch. So, vielleicht aber auch Springer C4 an dieser Stelle und auf den E-Bauern gehen, hä? Ja. Falls jemand von euch unser Ehenamen-Blitz gesehen hat, wo wir unseren Nachnamen ausgespielt haben, da war das ja auch so. Super Stellung, ja, grandios gespielt. Und dann Und jetzt Pre-Move Bäm. wieder vergessen. Schatz, Also Pre-Move, das ja. BC3, das musst du pre-moven. So, hier. Das auch. Gelernt. So ein Genau. bisschen. So, hier, wir haben Schwäche erzeugt. E5 ist schwach. Und A6, naja, nicht so wirklich. Ja, Aber. aber ich vermute, es kommt jetzt Turm C8 und dann können wir da jetzt nicht so wirklich was. Ja, wieso? Ach Oh so. doch, nimm raus und Springer E5. Aber jetzt schnell, ganz schnell, ganz schnell, ganz schnell. Zack, zack, zack. Und wenn er auf C3 nimmt, ist er matt auf D8. Was? Drohung gestellt. Was für ein gemeiner Trick, ne? Aber Ja. dadurch, dass er jetzt so lange überlegt, zeigt sich leider, er hat das gesehen. Aber jetzt können wir C4 spielen und haben den Mehrbauer Und irgendwie dann nach Turm. konsolidiert, ne? Achso, wir können den Springer auch mit F4 noch decken, wenn Turm C5 irgendwas kommt oder so. Mhm. Ja, wir wollen jetzt nur nicht den Turm abtauschen, ne? Oder den Springer abtauschen. Springer D7, auf ins Gefecht. Na, hops. Na, hops. Ja, Springer sind im Blitzen immer, finde ich, am unangenehmsten eigentlich. Bauer vor Attacke. So, wir haben natürlich jetzt nicht groß Zeit gehabt zu rechnen, ob wir den groß decken können. Wie wär's? Oh, Turm B1. Und wenn er schlägt, Turm C1. Obwohl das funktioniert. Obwohl, ja. Funktioniert das? Sieht doch Ja. gut aus, ja. Trick gesehen, Trick gespielt. Sehr gut. Und wenn er wegzieht, können wir Turm C1 machen und den Bauern vorschicken. Ja, du hast noch 2 Minuten 20, das ist relativ viel, aber auch nur relativ, ne? Ja, das kann auch ganz schnell ganz weg sein. Und wir müssen uns mal auch ein bisschen um unsere Grundreihe vielleicht kümmern. Ja, das ist die größte Sorge. So nach Springer D4 zum Beispiel. Ja, ist ein bisschen störend, ne? Dann können wir nicht Turm C1 spielen. Was nochmal? Was war jetzt deine? Springer D4 ist jetzt mal einfach meine Vermutung, was Ach er so, aber spielt. gut, dann hängt ja auch nichts. Dann machen wir Oh, einfach warte mal mal, was wäre denn F3 oder dann mit so. Turm B8? Ist der Bauer dann nicht fast durch? Oder nimmt darauf. Was? Auf Schach kommt König F7. Dann können wir den Hasi. Ach nee, den Doch. wollen. Oh. Aber dann hängt hier. Ich würde Springer F6 vielleicht trotzdem einschieben. Weiß ich nicht. Nee, ist Nee, nicht. bringt nichts. Ich glaube, wir müssen schlagen. Ich glaube, wir müssen. Weil wenn wir den Springer irgendwie, dann hängt der hier immer. Ja, aber dann spielen wir ein 3 gegen 2 Endspiel, ne? Was? Wieso? Na, er kriegt Jetzt den schlagen. C5. Dann schlägt er da, droht matt. Wir müssen das matt verhindern. Ja. Und dann Ach so, stellt er und dann sich kommt er davor. sich. Ja, aber ich glaube, wir können das gerade nicht verhindern, Na, oder? dann würde ich lieber Springer F6, Springer H7 machen und den C5 geben und dann mit den zwei Bauern das Ja. Oh Mehrgewinnpotenzial als Gott, 3 gegen aber 2. dann hat er hier einen Mehrbauer. Naja. Also, oder? Ja, hat er. Aber hilft ja nichts. Aber unser Springer kommt dann nicht mehr raus nach Turm C5. Was hat ihr dabei gedacht? Na doch, wir können Hafen. H4 spielen zum H4. Beispiel.
Wollen wir es trotzdem? Oh, wir Vor mit müssen den Bauern, wir müssen. schnell, 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 schnell. Okay, irgendwann dann G4. Oh, ich finde den hier gefährlich. So, und jetzt? Na, dann gib doch mal Schach und näher dich an. Du hast nicht viel Zeit, ne? Nur so Wenn, als kleiner Hinweis. wieso sagst du dann immer ich? Wir spielen hier Wir, ja, aber zusammen. du hast die Maus. Du bist gerade Hand and Brain zusammen. Also, und jetzt? Weiß Ey, das kann ich ja vielleicht leiden. Denn wenn ich Hand bin, dann darf mich mein Brain ja nicht im Stich lassen hier. Okay, was mit Schach und hinter den Bauern? Aber dann verlieren wir den Oh, warte, wenn er F4. nach G7 geht, Springer E6. Ja. Oh, und sonst können wir den G6 schlagen, oder? Obwohl, Ich bisschen würde den gefährlich, zuerst ne? nehmen wollen. Wahrscheinlich trotzdem Turm A6, oder? Obwohl, wir können den nehmen. Nimm mal raus, aber schnell. Weil auf Turm A7 kommt Turm G7. Ah ja, stimmt. Aber ja, deine Zeit ist, weiß nicht. Also wenn ich Unsere Zeit, nennt sich das. unsere Zeit, wenn ich dir meine Hand leihen soll, dann Oh H2. Gott! Wenn ich dir meine Hand leihen soll zum schnelleren Ziehen, dann sag Bescheid. Also ja, gerne. Okay, ja, komm dann, ab geht's. Mal gucken, ob ich das hier relativ zügig über die Bühne krieg. Du musst mir auf jeden Fall hier kräftig Hinweise geben, ne? Ja, okay. Der Also Bauer muss auf jeden H5 Fall ist auf schon. jeden Fall eine Idee. Demnächst. Und okay, wenn der Springer zieht, denkt dran, der G4 hängt. Aber lohnt sich das, den zu decken? Weiß nicht. Zweifel schon, ne? Ja. Aber wir haben zumindest jetzt gerade wieder ein bisschen mehr Zeit. Okay, jetzt sollten wir nicht matt werden. Nach Springer F4 droht matt, da müssen wir den Springer. Nee, das hat Ach Deckung ja, ohne. Quatsch. Okay. Weiter geht's. Sieht gar nicht so schlecht aus. Was macht er denn jetzt? Kriegt man automatisch eine da? Achso. Nee. Ja, du machst das sehr gut. Ich muss ja so ein bisschen Verwirrung stiften. Irgendwie hast du den Springer gerade. War das Plan? Nee, war keine Absicht. Okay, schachlich leidet die Partie gerade so ein bisschen an Qualität, aber darum geht es ja dann vielleicht auch nicht. Turm G8 wäre vielleicht auch ganz schön gewesen. Aber jetzt zeichnet sich doch langsam ab, Ja, am dass Ende ist wir es Blitz, mehr oder ne? weniger souverän. Ja, okay, lass zusammenfassen. Du hast gut gespielt. Ich hatte Aber keine Ahnung von langsam. der Eröffnung. Ja, aber ich glaube, ein bisschen ist bei dir auch die Maustechnik, dass du Ja, halt der ich Maus nutze nicht so schnell normalerweise bist. keine Ba Maus. Also okay, auf Arbeit schon. Aber sonst an meinem Laptop habe ich halt dieses Pad da. Dings. Touchpad, ja, das ist Genau. natürlich. Und sonst, der blitze ich halt nie im Internet, deswegen. Ja. Aber nee, reden wir uns jetzt nicht mit raus. Ich bin halt auch so in Realität ein bisschen langsam. Also beim Schach jetzt. Okay, im Chat geht es sehr viel ums Elometer, was auch immer das ist. Ob wir die mal besprechen können, keine Ahnung. Wir müssen mal gucken, was das. Habt ihr das Spiel jetzt eigentlich umsonst erklärt? Wir haben das. Ge ja, nee, Ansageschach. Ja, so kenne ich das. Also im Prinzip ist das in Ordnung, das kennen wir so. Im Chat wurde gefordert, dass wir Hand in Brain, unter dem Namen war es uns nicht bekannt, heißt einer sagt eine Figur, zum Beispiel Bauer, und der andere zieht dementsprechend. Können wir gleich gerne mal machen. Wir verfolgen ein bisschen den Chat. Im Moment ist das so ein klein bisschen zweiseitig, aber es kommen bestimmt noch Leute raus. Die Frage, war das am Ende Remis die Partie? Nein. Auf keinen Fall. Oder von der Stellung her. Ja, Aber von der von der Stellung Stellung war her. es Ja, bestimmt auf ich jeden denke Fall mal schon. Also wir können Remis. das ja analysieren, aber König G6, wir können den Bauern nicht halten. Ja, Der nee, König ist das ist davor, Remis. das ist Remis, ja. Das war ja an einiger Stelle bei uns ein bisschen ungenau gespielt, dann mit dem H-Bauern. Ich hätte den A-Bauern wahrscheinlich nicht nehmen sollen, aber lassen wir das mal mit Na der gut, ganz am großen Ende war es dann Analyse. halt einfach ein Sagen wir, Rumgegucke. gehen mal in die nächste Challenge rein. So, und jetzt mit Ansage oder was? Ich würde sagen, einer der Okay. ersten war
Chessplayer ist auch da. Viele bekannte Gesichter, das freut uns natürlich. Auch bekannte Gesichter aus unserer Lernstunde. Ja. Das ist immer gut. Wir wechseln die Ansicht und dann legen wir los. Ich sag an, oder was? Ja, du sagst Bauer. Bauer. Okay. Wird gemacht. Springer. Den nehme ich. So, da weiß ich nämlich, dass Nico das ganz gerne spielt. Läufer. So, aber danach weiß ich es jetzt auch schon nicht mehr so genau. Weil ich selbst habe ganz gerne dann mal Bauer, meine Dame nach D3 oder irgendwo hingestellt, aber ich glaube, das war nicht so optimal. Okay, Dame. Oh Mann, ich sag gerade noch, es war nicht so optimal. Aber Gehe ich mal dahin Idee, heute. okay, es war wirklich nicht so optimal. Aber der Schwarze weiß hier anscheinend, wie man sich aufstellt. Ich jetzt aber nicht. Ich versuche einfach nur das Beste draus Bauer. zu machen. Bauer, dann nehme ich den weg. War das dein Plan? Weiß nicht genau. Okay. Springer. Ist dir aufgefallen, dass wir vielleicht, also Material hätten gewinnen können, wenn wir auf B8 nehmen, Turm B8, Nee, ist Dame mir nicht G3, aufgefallen. hängt der Turm und wir drohen auf G7. Ja, jetzt zieh den Springer. Jawohl. Jawohl, Ma'am. Ich ziehe den Springer. Aber gut, vielleicht können wir es ja. Nee. Okay. Tja, und nun? Irgendwas? Irgendwas? Kommt Na, schon. dann kommt König. Hops hier. Wir ma Na, wir machen ja unsere nächste Lernstunde zu heterogenen Rochaden. Können wir Ja. ja schon mal gucken, wie man es macht oder entweder nicht Ja, dann oder mach mal nicht. die Ansage, wie ich diesen Angriff jetzt irgendwie einleite. So. Egal. Obwohl. Springer. Ich darf ja nichts zu sagen, ne? Nee. Ja, das war ja auch eigentlich die Idee. Ich wollte so ein Luftloch machen, so. Also für den anderen Springer. Achso, ich hätte den einfach nach A4 gesetzt, zur Verteidigung, so ein bisschen. Ja, und dann Dame A5, B. Also. So. Oh, jetzt schon wieder nervig. Mist. Läufer. Wolltest du dahin? Ja. Gut, da sind wir doch zumindest So, wir sind mega langsam. ein Weil wir, bisschen, ja, ja. das ist aber auch das Gemeine an diesem Format, dass man ja zweimal überlegen muss. Erst muss ich überlegen, Ja, und dann welche ich, was du Figur, damit und meinst, dann ist musst ja. du. Du Oh. darfst auch ansagen, wenn ich Pre-Moves machen soll, ne? Also nicht, dass es jetzt hier einen gäbe in der Stellung, aber Ach allgemein. so, okay. Bauer. Attacke? Ich hätte auf der anderen Seite attackiert, aber. Oh. Aber so, ja. Gut, ist Du natürlich. hast jetzt gedacht, ich habe das gerechnet, oder Ja, habe was? ich Ich gehofft. meinte eigentlich sowas wie H4 vielleicht. Ach, auch nicht schlecht. Aber gut, macht ja eigentlich Sinn, wenn die Dame da noch auf D8 so rumsteht. Ja, vielleicht. Gefährlich sieht es irgendwie trotzdem aus. Naja, für beide Seiten. Das ist ja das Typische an entgegengesetzten Rochaden, ne? Ja, jetzt muss man natürlich auch wieder viel rechnen, ne? Was ist mit B4, E schlägt D? Geht das? Und dann da nehmen und dann. Ach ja. Ich habe. Echt jetzt? Ich würde, glaube ich, aber einen Springer. Ach so, dann hängt der Dann hängt halt E4. einer, ne? So, vielleicht. Ach so, Dum-dum-dum. Okay, Bauer. Bauer? Oh, jetzt hinterfragt es nicht immer. Ja, Ja, ich okay. habe Bauer gesagt und was du daraus machst, ist jetzt dir überlassen. Aber wenn du immer dann noch mal so ungläubig so Ja, okay, nee. Bauer, Nein, nein. drückst du schon aus, Sag an. dass du unzufrieden bist. Ja, Ich. das hatte ich nicht geplant. Ja, ich hätte halt lieber auf F6 genommen, Läufer F6 Ja, und dann auf D5. das Dann hatte hat ich er da auch. den Bauern vor. Und, ja, aber ich hänge mal so an meinem Okay. Läuferpaar. Okay, Läufer. Du hängst am Läuferpaar, weg Ja, damit.
So hilft ja jetzt alles nix. Ja. Springer. Okay. Jetzt sag nicht nein. Nee, da verliere ich was, verliere ich nichts, weiß ich nicht. Ja, wie zufrieden sind wir mit der Stellung? Nicht so. Nicht Wir so. können unsere Gedanken noch nicht so koordinieren. Ja. Habe ich das Gefühl. Das ist wie, wir haben auch mal so simultan mit abwechselnd ziehen gespielt. Das war auch eine kleine Katastrophe. War An halt. einer Stelle irgendwie Turm C1, der nächste hat wieder nach A1 Und hin und zurückgespielt. her. Ja. Ja, das stimmt. Das war ein bisschen schwierig, aber naja, mal gucken. So. Mein werter Schatz, du bist Ich dran. bin gefragt, ja. Schwierig, ne? Ja, Dame. Ja, sonst kommt F5 oder sowas. Was wäre mit A3 gewesen? Ja, das wäre auch eine Option gewesen, die ich nicht überdacht habe. Also ich weiß nicht, ob das gut gewesen wäre, aber jetzt haben König. wir was weh. Achso, musste ich. Bei forcierten Zügen darf ich Ja, einfach ziehen. okay. Jetzt hier mal irgendwas, Bauer. Komm. Attacke! Bisschen spät, ne? Aber ja, Bauer. Also, ja. Soll da was in Angriff werden? Ja. Okay. Komm, Feld F6 ist denn geschwächt. Okay, Bauer. Was, Schatzi, du bist wahnsinnig hier. Na, wuh, Attacke. Ja, was sonst? Wie wär's mit Springer? Dass Okay, wir den mal weg. Springer. Entschuldigung, wenn wir den wegziehen, dann kann sich hier nicht mit Schlagen alles öffnen und wir sind sofort tot. Das wäre ganz praktisch. Oh, jetzt haben wir natürlich äußerst viele Springerfelder im Visier hier. So, Ja. da. Ne, da nicht, aber sonst alles im Dame. Griff. Ja, wohin? Alles nicht so einfach. So, Springer. Okay, der oder der oder der. Wir müssen Schnell. den nehmen. Schneller Springer. Sag schneller Springer, dann mache ich einen schnellen Springer. Wollen wir das eigentlich irgendwann noch ändern zu normalem Schach, wenn es zu unter einer bestimmten Zeit ist? Ach so. Ich glaube, das ist gegen die Regeln. Wir machen die Regeln. Na, vielleicht müssen wir uns auch einfach nur einspielen und dann flutscht das. Vielleicht. Ja, ich. Also verlieren wir einfach auf Zeit. Okay, Bauer. Pre-Move ansagen bitte, falls er opfert. Ja. Ja, Läufer. ist zeitlich jatt ein bisschen schwierig. Wir müssen ganz schnell Matt setzen. Kannst du ein schnelles Matt finden? Nein. Doch, mit Bauern. Aber du wolltest ja immer keine Bauern ziehen. Läufer. Okay. Springer. Schwierig. Springer. Ach ja. Eieiei, das sieht gar nicht mehr so gut aus, wenn du zu Nee. B4 kommst, ey. Plötzlich ist die Stellung auch nicht mehr. Okay, Bauer. Huch. Auf C3 hängt König. Ja, was erwartest du? Was soll ich machen? Soll ich den rausnehmen? Also, weiß Springer. nicht. Ja, wir halten fest, das läuft so nicht. Das. Und Sturm. das dauert zu lange. Naja, wir müssen einfach nur schneller werden. Ich spiele es einfach mal ein paar Züge, aber wir Na werden das gut. ohnehin verlieren. Ja, jetzt ist Stellung blöd und Zeit auch nicht besonders. Okay, aber seine ist jetzt auch nicht. Vielleicht haben wir noch eine Chance, wenn wir einfach nur schnell spielen. Bin leider noch ein bisschen angekratzt, wer am Montag dabei war. Das schon quasi gesehen. Aber ist schon besser geworden, aber leider immer noch. Halt
Ihr habt ja hier. Das sind die Regeln des Primus, die jetzt hier gelten. Schlag, 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 Schlag! Oh, ja, 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 ja. Vielleicht machst du das nochmal. Okay, tu dann nicht. Na komm, so gut standen wir schon lange nicht mehr. Ja, hey ist und richtig. Hey, deine Zeit ist inzwischen gut, aber ja. Ja, wir haben ein bisschen geschummelt am Ende. Aber ich glaube, es geht auch einfach denn nicht mehr. Nee, ich glaube Habt ihr auch. das irgendwie ein bisschen kommentiert hier? Warte mal, andere Ansicht ist drin. Ja, kannst du gucken. Nee, so viele Kommentare kamen gar nicht. Okay, also ich muss erstmal festhalten. Mick, du hast eine Hammerpartie gespielt. Ach so, ja. Kann ich nicht viel zu sagen. Also war richtig gut, ne? War wirklich richtig gut. Du hättest uns am Ende natürlich total auseinandernehmen können. Aber gut, das ist im Blitz mit der Zeit. Das ist nochmal eine Sache für sich. Die hat jetzt nichts wirklich mit der Qualität des Schachspiels zu tun, weil es ist einfach so, irgendwann geht die Partie im Blitzen in eine Phase über, wo es nur noch auf Geschwindigkeit ankommt. Von daher, das macht die Übung, aber ich wollte gerade mal so ein bisschen zurückgucken vom, wo war es ungefähr? Hier vielleicht? Ja gut, da war es schon ziemlich furchtbar. Danach eigentlich auch, nee, also einfach nur... Eigentlich gut gespielt, ja. Sorry, dass wir sozusagen im Blitzen dann einfach nur schnell gezogen haben. Das, ja, ist halt so. Aber von der Partie her echt Respekt für diese tolle Leistung. War echt wow. Und wenn wir jetzt schon mal hier gleich für nächste Woche vorgreifen, heterogene Rochaden. Ach so. Ja gut, Angriff, ne? Wobei man hier auch schon den Unterschied gesehen hat, ne? Während bei Schwarz der Angriff mit Bauern ganz gut funktioniert hat, war unser Bauernsturm weniger erfolgreich. Ja, ich glaube, hier an dieser Stelle, H4 bringt es einfach nicht, weil die Bauern zu langsam sind. Wir müssen, wenn dann, versuchen, unsere Figuren Richtung König zu bringen. Ne? Figuren Richtung König. Später nochmal, bevor das hier alles kam, habe ich nochmal irgendwie so ein bisschen Chancen gesehen. Hier an dieser Stelle, wie ich fand, Springer, was wolltest du? Was für einen Springerzug wolltest du eigentlich? Wolltest du Springer? Nee, ja, aber der war auch nicht gut. Aber ich hatte keine Idee, weil du hast mir ja meine Bauernsturmzüge verboten. Ja, weil das nicht ging. Kann ich dir gleich mal zeigen, an welcher Stelle. Aber hier dachte ich nach Turm E1, Dame und Turm in vis-à-vis. Jetzt haben wir mal eine reelle Drohung. Springer B7, Turm D5. Hm. Hätten wir vielleicht noch eine Chance gehabt. Und dann irgendwie mal, das geht ganz schnell. 1, 2, 3, 4, Schachmatt. Das war so die große Hoffnung, aber ja, gut. Nächste Partie, wieder irgendwie so eine spannende Art von Schach, oder wollen wir einfach mal gemeinsam uns... Na, wir können ja noch einmal tauschen, dass du ansagst und okay. Ich ziehe. Und danach müssen wir uns erstmal wieder davon erholen, glaube ich. Gerade, dann nehmen wir mal Colin. Colin ist auch richtig oft dabei. So. Dann würde ich sagen... Start los mit einem Turm. Springer. Brauche ich nicht schon gleich mich am Anfang in Zeitnot bringen. Okay, Bauer. Also ich darf vielleicht die Maus nicht immer so über den Figuren Läufer. Kreisen lassen, die ich gerne ziehen würde. Tust du, dann lass die einfach da, Bauer. Das ist jetzt natürlich so eine Sache, weil Melanie spielt Königsindisch Rochade. König? Spiel ein Rochade zu. Ja, komm. Bauer. Melanie spielt Königsindisch ohne Ende. Ich habe ganze zwei Varianten davon. Mach mal Bauer. Okay. Ja, den wollte ich. Ja, und dann sehr B5. Gut. Oh, dann irgendwas. Okay. Bauer. Das habe ich schon mal gesehen, so ein Motiv. Und jetzt kann man irgendwie diese Bauernschwäche auf B4 irgendwie ausnutzen und dann läuft das. Habe ich mal gehört. Habe ich mal gesehen. Vielleicht bei dir gesehen, ich weiß es nicht. Wahrscheinlich. Ja, auf jeden Fall. Melanie studiert das ja, immer. Ja, Springer ja. Studiert das immer ohne Ende. Und jetzt erzählst du auch ein Märchen. Hat auch eine Videoserie aufgenommen zum Königsindisch. Ja, wusstest du? Die gibt's. Vielleicht das auch... wusste ich, dass ich eine Videoserie aufgenommen habe. Das habe ich sogar bei Bewusstsein getan. Okay. Ja, so, und dann manchmal spiele ich das auch, aber eigentlich nur ganz konkrete Varianten. Und dann sage ich Melanie vorher, so, bereite mich jetzt mal vor.
Springer. Ja, so, ich hätte vielleicht den. Habe Ich ich was kann nur noch. übersehen? Nee, Moment, Ach nö. so. Es ist halt nur einfach nicht klar, welchen man wo Ach so, welchen man nimmt. wohin haben möchte. Kann halt beide, ne? Denn beide schön. Achso, darf ich Primove Primosen? BC6, ja. Das ist voll gut. Jetzt hast du schon mehr an Primoves gedacht als ich. Ja, ihr seht, Melanie ist halt irgendwie, sie spielt gerne Schach, so, aber Blitzen im Internet macht sie selten. Das macht sie nur gegen euch. Heute. Die Es ist nächsten tatsächlich Male. so, ne? Also Ja. ganz. Aber eigentlich habe ich mir vorgenommen, mehr zu blitzen, weil gerade wenn es darum geht, so Eröffnungen, sich so ein bisschen einzutrainieren, ist das schon ganz hilfreich, einfach mal ein paar Partien zu spielen, ne? Sonst hat man halt nur die Turnierpartien und hat da dann halt immer schon wieder das vergessen, was man das letzte Mal sich so Springer. angeschaut hatte. Ah, jetzt kann ich mich schon wieder nicht entscheiden, naja. Ja, und deswegen ist Blitzen eigentlich gar nicht so eine blöde Idee und Das sollte mache ich ich auch auch mal immer hier. häufiger machen. So, aber was ich noch erzählen wollte, als du hier gerade von deinen Königsindisch-Erfahrungen berichtet hast, das Ja. war so witzig, ne? Also ich habe tatsächlich mir das lange angeguckt und intensiv mit meinem Trainer und mehrere Jahre auch langsam daran so gearbeitet. Und Nico meinte dann irgendwann mal so, ach, ich habe heute keine Lust auf Benoni. Was spielst du denn eigentlich nochmal auf erstens D4? Ach ja, Königsindisch. Okay, das spiele ich heute auch mal. Das war eine halbe Stunde vor der Partie. Dann hat er sich das eine halbe Stunde irgendwie angeguckt und war dann der Meinung, er kann Königsindisch. Springer, wie habe ich gespielt? Weiß ich nicht mehr. Das solltest du wissen, wenn du diese Geschichte Bestimmt erzählst, Bauer. gewonnen. Ich habe gewonnen, das war diese Variante gegen G3 und so. Wo ich für mich selber eine Bauerngewinn-Variante sozusagen am Brett entdeckt habe. Okay, Bauer. Ich weiß selber nicht, welcher. Okay, na dann ist ja gut. Tja, das weiß ich jetzt tatsächlich auch nicht. War das noch am ehesten in die Richtung? Ja, vielleicht. H5 dachte ich, kann man auch Ach so, vielleicht ja. irgendwie, aber ist vielleicht auch gar Stimmt. nicht so eine Nee. Drohung, aber. Nee, ist aber tatsächlich eine Idee, ja. Hast recht. Kannst ja nochmal Bauer Ja, Bauer. Aber das war. Das war jetzt Ja, nicht die nein. Idee. Ey, das Meine kann ich ja auch Pläne nicht. sind im Wandel. Ja, jeden Halbzug eine neue Idee. Ja. Und ich soll denn das auch Läufer. noch? Ah. Oh nein, Moment. Moment. Den anderen wahrscheinlich. Ich sag dazu nichts. Meine Lippen sind versiegelt. Also ja, weil Idee Läufer D4 ist ja schon mal eine gute Drohung. Aber Erklär aktuell mal, gerade, was passiert da? weil dann muss der König Läufer. das Feld H1 betreten und dann. Läufer. Ach nee, ist der Springer ja doch nicht weg. Ach, weil der Läufer nimmt. Ja. Schweinerei. Willst du immer noch Läufer machen? Ich wollte doch Material gewinnen. Ja, das wird jetzt nichts. Wir Ja, werden gut, die dann Reihenfolge Dame. ändern müssen. Dame! Ah, jetzt fange ich auch Einmal schon bist du an. geschockt. Jetzt fange ich auch schon an wie du vorhin. Ich hatte so fest mit Bauer gerechnet irgendwie. Um was zu tun? B6 zu spielen, einfach das mal. Ja, aber der C5, der ist ja so sicher. Ich will ja, dass er den nimmt. Weil dann haben wir den Turm Ja, und gewonnen. wo wolltest du denn deine Dame hinstellen? Nicht um den Bauern zu decken? Das weißt du jetzt Nach auch nicht. B8. Nee, passt schon. Oh, wir können mal eine Sächsisch-Folge machen. Da rede ich nur Sächsisch. Eine Dialektfolge. Was kannst denn du für ein Dialekt? Ich kann alles testen, ich kann alles probieren. Nix richtig. Ne? Jetzt würde ich, sagt Das man das ist so, das. das ist. Nein, hör Okay, auf, bitte. okay, Das okay. ist Fremdschämen dann. Und dann mach mal Dame. Und dann musst du mächtige Drohungen aufstellen mit dieser Dame. Ja, eine stelle ich schon mal auf. Ja. Wobei, das ist auch keine richtige Drohung. Oder? Dame? Aha. Da wollte ich nicht hin, aber okay.
Ach so, Bauer? ich weiß jetzt wieder. Nee, B6 wolltest du ja nie machen. Nee, Bauer. Nee, ich kann ja mal auf jeden draufgehen und du sagst mir Nein, dann. ich gucke weg. Ich gucke mir das nicht an. Ich will keine Tipps geben. Aber genau das wollte ich machen. Einengen, matt setzen. Das sind die Regeln, die ich mir während des Blitzens ausdenke. So setzt man matt. Einengen, matt setzen. Aber was ich schon mal festhalten kann, Name. ist, dass es so rum auf jeden Fall schon mal besser funktioniert. Okay, Dame. Also ich glaube, unser Gegner ist diesmal auch einen ganz kleinen Ticken langsamer als das letzte Mal. Dame. Das ist ja hier wenig erfreulich. Jetzt natürlich auch eine Batterie von H8 machen können. Habt ihr schon Stimmt, von ja. mächtigen Damen auf H8 gehört? Ich schon. Okay, Ja. das ist eine Dame. Auf geht's. Na, also komm, so, oh. Ja, da war Bauer. das mit deiner Batterie. War deine Ja, Idee, ja? vollends zufrieden. Hier so das hintere Läufer. Glied der Kette angreifen oder so, ne? Man das so nennt, dann ja. Okay. Das ist jetzt natürlich eine Drohung. Nee, ist es nicht. Dame? Richtig? Vielleicht. Jetzt komme ich selber mit dem Zählen nicht mehr hinterher, ne? Wir haben da ja irgendwie zahlreiche Drohungen. Wir haben Drogen, wo noch mal genau? Also. Warte. Dame. Gier Ja, ne, was voraus. man kriegen kann. Bisschen König, aber gut, der Läufer ist ja noch da. Solange mein Königsindischläufer noch da ist, bin Ich ich sehe ein erstmal schon mal. Grundlinienmatt für uns gegen ihn. Okay, kommt aber nicht. Dann Dame. So. Ich vermute mal. Du hast nicht viel Auswahl, Ach so, vermute ich der mal. C5 hängt. Der Läufer hängt auf Ach E5. so, oh Läufer. ja. Läufer. Das ist auch richtig. Bauer. Kann ich schnell spielen anfordern, Turm? Was? Wo? Wie? Ich fordere dich zu schnell im Spiel auf. Läufer. Wohin denn? Irgendwohin. Ja, Springer Premove. aber Springer. Du ziehst den ja gut, Springer, komme ich. was wolle. Bauer, Premove, Springer. Bauer. Läufer. Nochmal Läufer. Läufer. Turm. Oh, sorry. Ist, Sorry, ja, ich habe irgendwie. ist verloren. Oh nein, ich habe die Zeit gar nicht mehr gesehen. Wir hatten doch immer mehr. Ja, ich bin auch ehrlich gesagt ganz schwer enttäuscht von dir, wie langsam du spielst, muss ich Du hast zu langsam sagen. angesagt. Schon okay. Schon okay. Ja, üben wir das Ja, guck mal, hat Schnellspielen, das üben hier wir. irgendjemand kommentiert? Die Partie? Nee, ne? Hat gar keiner gemerkt. Oh, die Videoserie hat mich übrigens zu einem überzeugten Königsendespieler gemacht. Oh, Ja, cool, schön. das freut mich wirklich, weil ich spiele Königsendisch total gerne. Ich habe zwar ehrlich gesagt gar nicht so einen guten Score damit irgendwie. Jedes Mal, wenn, also gefühlt punkte ich damit mega gut. Aber jedes Mal, wenn ich in die, ja, Gefühlen. aber je, jedes Mal, wenn ich in die Datenbank gucke, dann stelle ich fest, oh, 1-0, 1-0, 1-0. Aber gut, das liegt auch daran, dass das häufig gegen starke Spieler kommt. Ne? Da ist ja klar, dass der Score ein bisschen schlechter ist. Aber es macht halt einfach mega viel Spaß, finde ich. Also ich spiele total gerne Königsindisch. Dann kommen halt auch so Partien wie hier. Auch wenn das jetzt keine so ganz typische Königsindisch-Partie war. Aber so ein bisschen crazy halt irgendwie. Ja, einfach mal A5, H5. Und dann einfach, eigentlich fand ich, standen wir sehr gut. Und dann zwischendrin.
Es ist uns so ein bisschen entglitten. Ja, da sagen wir. Mick fragt auch, wie wir die Partie so fanden. Da wollen wir doch gleich mal antworten. Bis wohin war denn alles völlig normal? Was Warte würdest du mal, sagen? aber seine Partie, das war ja die von letzten, also die letzte Ach, das Partie. war ja gar nicht die. Oh Da Gott, haben das wir war ja eigentlich eigentlich, die schon war vergessen. gut. Doch, Das haben Mick wir hat doch total gut gesagt. Ach gespielt, so, ja. ja, stimmt. Du warst ja vielleicht noch in der Partie und hast das gar nicht mitbekommen. Der Gegner von der letzten Runde fragt jetzt, wie die Partie war. Wir haben das in höchsten Tönen gelobt. War richtig gut. Ja, 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 ja. also gute, beispielhafte Angriffspartie von deiner Seite, von unserer Seite nicht so richtig. War sehr gut. Und ach so, das heißt, wir müssen dann immer so ein bisschen warten nochmal, Es bis wir ein Feedback geben. ist ein bisschen zeitverzögert. Da wird zum Beispiel Chess 2190 sagt, wir haben in der Zeit nur die Turmgabel übersehen. Das ist nicht ganz korrekt, denn ich habe die Turmgabel gesehen, mein Schatz. Das waren meine Springer-Primos, warte. Also. Als ich sagte Springer, 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 ungefähr Also an dieser ein Stelle. Teil von uns hat die Springer, Springergabel. Ach hier. Springer. Ach, und ich habe den nach D4, ja. Ja, Oh, richtig. das wäre schön gewesen. Aber gut, ja, das ist dieses Schnellziehen. Das üben wir noch. Ja, macht ja nichts, ne? So, wollen wir weiterspielen? Ja. Es wurde noch gesagt, dumm, dumm. Oh, da hat ja. C4, C4. Einer hat gefordert, dass wir doch gerne mal erstens C4 spielen. Und das ist jetzt nicht vielleicht jedem bekannt, aber C4 ist mein heimliches Steckenpferd. Irgendwie wahrscheinlich selber noch nicht bekannt. So, ich muss Nein, mal kurz ich ein spiele bisschen C4 gerne. Ich trinken. mache das jetzt auch. Guck, C4. Und dabei erläutere ich, was es dabei so gibt. C5, das ist natürlich so eine Sache. Hört das Wissen schon auf. Nein, Aber pass auf. Nico, darf ich erzählen? Ich weiß Von nicht was, deiner. aber erzähl. Du konzentrierst dich erstmal hier kurz. Ich erzähle. Nico war nämlich. Also, wir spielen Ich ja muss aber immer gerade im meine Partie Sommer. kommentieren. Ja, A3 ist. gleich. Okay. Moment. Wir spielen ja immer Lüneburg Schachfestival mit. Und da gibt es ja am Rande des Turniers immer so kostenlose Seminare. Und da hat einmal der Jonathan Karlstedt eins gehalten zur englischen Eröffnung. Und danach kam der Nico, ähnlich wie beim Königsindus, und meinte, ich kann jetzt Englisch. Genau. Und da hast du nämlich auch solche Grundregeln gelernt, die du Ich jetzt habe hier es gerade bestimmt ein uns bisschen erzählst. versäumt. Ich hätte auch direkt. Ja, das war eigentlich eine ganz lustige Geschichte, weil bevor das Seminar stattfand, habe ich gespielt gegen einen Schüler von Jonathan Karlstedt. Ich wusste nicht, dass es ein Schüler von Jonathan ist. So, ne, so viel Info vorab. Dann war es so, dass die Jungs von ihm alle natürlich Englisch eigentlich können und kennen. So, und es war genau die Variante wie in dieser Partie. Und ich saß da und dachte mir, oh, Symmetrie, Symmetrie, keine Ahnung von der Theorie. Und dachte mir, irgendwie muss ich diese Symmetrie durchbrechen. Er kann mir nicht einfach immer alles nachspielen. Und dann habe ich mir gedacht, ich mache A3, Turm B1, B4, um diese Symmetrie zu brechen. Theoretisch könnte er das nachspielen, da muss er dann aber noch ein bisschen mutiger sein, als um das so nachzuspielen. Weil mein einziger Plan war, wenn er Springer F6 macht, will ich E3 Springer E2 machen. Und umgekehrt, ich wollte es asymmetrisch halten, ne, damit es kompliziert ist. Das Englisch bestimmt die richtige Eröffnung für dich. So, jetzt muss ich Ironie natürlich. Ende. Was? Ironie Ende. Was mache ich denn jetzt? Ja, was macht man denn da jetzt? Normalerweise E3, D4 oder sowas? Keine Ahnung. Ja, bestimmt. Ist eine gute Idee. Ja, das war auf jeden Fall so jetzt so die Geschichte zu dieser Eröffnung. Und ach ja, das ist ja gar keine Ansage. Ich darf ja machen, was ich will und wann ich will. Ja, oder? Also wenn du am Zug bist. Okay. Ja, das ist jetzt natürlich so eine Sache. Auf C5 kommt B5 wahrscheinlich, oder? Auf Oder? C5 kommt B5. Ne, das bezweifle ich. Also ich glaube, er nimmt, auch völlig zu Recht. Dann nehme ich wieder und dann mich hier so ein. Wie du es immer schaffst, mich so in völlig schlechtem Licht dazustehen zu lassen. Nein, das wollte ich nicht. Nee, das glaube ich eher nicht. Er nimmt völlig zu Recht. Okay, tut mir Naja, bin ja nur ich, ne? leid. Ein nur du gibt's nicht. Das bist du, mein Schatz. Das ist was ganz Tolles. So. Jetzt muss ich mal gucken, dass ich hier. Anfange alle Felder zu kontrollieren irgendwie, ne? Vielleicht kann er jetzt mit E5 so ein bisschen doof opfern. War eigentlich deine Asymmetrie-Geschichte schon fertig?
Du hast einfach nur deinen Stolz erzählt, dass du den Plan. Achso, und das Ach wurde dann so. im Seminar wahrscheinlich als der richtige Plan. Nee, tatsächlich, ja, im Seminar wurde das gar nicht besprochen, aber ich weiß nicht, irgendwie passt mir das nicht mit dem Läufer 4. Ich habe Jonathans Buch dann mal zur Hand genommen, was da auch verkauft wurde. Also nach der Partie natürlich. Und da steht das tatsächlich so drin, wie ich das gemacht habe. Und sein Schüler kannte das zufällig nicht. Und dann habe ich auch gewonnen. Obwohl es war nicht eindeutig, also war eine spannende Partie und so, aber ja. Also, das war jetzt quasi noch das Zusatzkapitel zu meiner Geschichte. Ja, Vertiefungsteil. So, mal hier so ein Turm aufs richtige Feld. Schatzi, du musst doch was sagen, Ja, wenn ich bitte. hier Figuren einstelle. Was? Wo? Ich war gerade am Der Husten. da Achso, hängt. nee. Okay, das lag nicht am Husten. Also, vielleicht Glück immer gehabt. noch, oder? Ne, Nee. jetzt habe ich gleich zweimal gedeckt mit einem Zug. Das war natürlich äußerst trickreich von mir. Mache ich mal so und dann so. Ja, Dränge ihn zurück. dein Springer auf B1 ist ja eine Granate. Der deckt Vielleicht kannst A3 du sehr gut A4. ab, ne? Oder wird's gar nicht. A4, Springer A3 oder so. Wenn du das sagst, dann will ich das. Ja, jetzt wieder einschleimen, weil du mich vorhin so vernichtend kommentiert hast. Ich entschuldige mich. Soll ich den Bauern einfach opfern, um dann mit Läufer F1 so einen starken Läufer zu haben? Du, was du nicht lassen kannst. Ansonsten kannst du es aber auch langsam vorbereiten. Dame Vektor B1 oder sowas. Kommt Dame B3, das ist doof, ne? Stimmt. Erstmal andere konkrete Sachen drohen. Der Springer gefällt mir überhaupt nicht, der ist dann nämlich viel zu gut. Na, jetzt ist er ja weg. Jetzt ist er weg, okay. Löst meine Probleme jetzt noch nicht so ganz. Kannst du nicht vielleicht auch den Läufer tauschen oder findest du das doof, Läufer F1 und dann, obwohl dann kann er A6 spielen, da kommst du gar nicht nach B5. Wollte so gern nach D6 rein. Er kann halt trotzdem da rein jetzt, ne? Das ist irgendwie doof. Aber dann dachte ich mir, dann opfer ich und dann habe ich das Opfer irgendwie a tempo gebracht und dann kann ich mit dem Turm gleich nach A1 oder so. Rein da. Pre-Move, Pre-Move. Das ist gut, ja, richtig. Pre-moven sollte man immer machen. Ja. So, ich bin zwar noch nicht so 100% überzeugt davon, weil in dieser Stellung weiß ich noch nicht, wie war das Läuferpaar so gut. Auf diesem Aber gut, so ein Flügel irgendwie so bisschen, schön Kontrolle ausüben. ne? So, opfert jetzt gleich wieder zurück. Theoretisch. Aber Wie ist das? praktisch lasse ich das überhaupt nicht mal zu. So. Sagt man das so? Nein. Nein. Das ist wieder meine Dialektvariante hier. So. Wie du vorhin versucht hast, Sächsisch und Berlinerisch irgendwie zu verknüpfen und es klang einfach nur, ja, ich muss euch mal was erzählen. Nico ist nämlich voll diskriminierend. Ich bin ja Sächsin, Überzeugte im Herzen. So, Überzeugt? spiel du mal weiter. Und Nico hat ja auch Wie eine kann man Zeit. denn überzeugte Oh nein, Sechse? aber mein Heimatgefühle schlagen. Naja, du weißt schon, was ich meine. Alle anderen wissen, was ich meine. So, und Nico hat ja auch eine Zeit lang in Dresden gelebt. Deswegen kann er so ein bisschen Sächsisch. Naja, Dresdnerisch, ne? Ist ja nicht das Gleiche, wie zum Beispiel die Leute in Leipzig sprechen. Egal. So, aber immer, wenn er irgendwie versucht, wenig intelligente Menschen nachzuahmen, fängt er an zu sächseln. Ich glaube, das macht er überhaupt nicht mit Absicht. Naja, ist auf jeden Fall. Musste ich hier einmal mein Herz ausschütten. Ja, was dein böser Ehemann alles so anstellt. Ach ja, willkommen übrigens in der Blitzphase. Ab jetzt macht die Partie keinen Sinn mehr. Ach, erst ab jetzt erst. Gut, dass du das nochmal explizit dazu sagst. Oh. Oh. Na gut, dass wir uns da einig sind, dass das eine Situation zum Oh-Oh sagen ist. Ja, wobei so schlimm ist nicht, Springer weg und gut ist. Ja, der D4 hängt aber, ne? Ach so. Oh. Oh.
König H3 vielleicht? Aber der defängt ja Den trotzdem. kann er haben, den Gefährt. Den brauche ich gar nicht. Der bringt nur deinen Läuferballon mehr zur Geltung, ne? Der bringt nur Unglück. Jetzt spiele ich lieber mit dem aktiven König. Ja, nimm raus. Oder? Danach bin ich aber voll platt. Ich hätte, du bist auch jetzt schon total platt. Die ist einfach nur schlecht. Deine einzige Hoffnung ist sowieso die Zeit. Das ist keine Hoffnung, das ist eine feste Größe im Schach. Im Blitzschach. Ja, gut, im Normalschach auch. Na komm, so langsam wird es doch hier besser. Beim Ach nee, Springer dein eigentlich. Springer aus. Naja, kann ich alles haben, ne? So, und jetzt Angriff. Kannst auch irgendwann mal Turm B8 irgendwie sowas Mieses machen. Weil eigentlich ist ja. Oder sowas Mieses, na du steht. Nimm raus, nimm raus. Das war jetzt aber ganz schön gemein. Ja, je weniger Figuren drauf sind, desto. Mehr stehe ich auf Gewinn. Ja, und desto einfacher Oh, wir ist haben es in für der dich Großansicht halt. gespielt. Schatzi, da musst du ein Auge drauf haben. Tut Oh. uns leid, dass ihr dieses Spektakel hier am Ende nicht in der fokussierten Ansicht hattet. Habe ich ein bisschen versäumt? Ach so, was bitte? Ach so, das hat, heißt, man hat jetzt die ganze Zeit den Chat und alles mitgesehen, ne? Oh, na ja, ist ja groß Ne, genug, den Chat oder? hat man nicht gesehen. Man hat den Ach ganzen so, Browser gesehen. die Partie meine ich hier. Ja. Naja, wir wollen mal ein bisschen was für die Abwechslung tun, ne? Ja, also nächster Eröffnungsvorschlag. Ach, das habe ich, sage ich sonst auch immer. Wenn ihr Eröffnung sehen wollt, auch abgedrehte, gerne vorschlagen. Der Chat scheint sich einig zu sein, erstens A3 spielen zu wollen. Fragt, ob wir das Brett größer stellen können. Jep, machen wir gleich. Warte mal, Spiel in Wiesbaden war die Frage. Was? Moment nochmal, da hat jemand gefragt, ob wir in Wiesbaden spielen und man vorbeikommen kann. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wann. Also wahrscheinlich geht es um Bundesliga. Aber unser nächstes Spiel ist ja Heimspiel. Naja. Und wir Nee, dürfen ach, natürlich auch nicht verraten, wann wir wie spielen. nee, stimmt. Unsere Einsätze sind mehr Natürlich. als ungewiss. Ja klar, also was die Frage Wissen weiter es angeht, selber noch nicht. ihr könnt jederzeit, wenn ihr uns auf irgendeinem Turnier seht oder so, ansprechen. Vielleicht nicht gerade während der Partie, aber davor und danach. Immer, klar. Und Autogramme, kriegt ihr natürlich auch. Das Aber ich ist glaube, jetzt. die Frage ging eher dahin, ob wir da sind, ne? Nee. Ich glaube, das war eine feste Ach so. Aussage. Na gut. Was haben wir sonst noch hier? Also er fragt, ob er uns in Wiesbaden besuchen darf. Ja, klar, ihr dürft ja alle. Ihr könnt auch in Neuberg Vorbei. vorbeikommen oder so. Okay, wollen wir, wir wollen. Wir wollen erstens A3 auspacken. Wer hat Okay. denn hier. Ich weiß nicht genau, was die ältesten Challenges sind, muss ich ehrlich sagen. Das stimmt. Wahrscheinlich die, die weiter unten sind, oder? Obwohl. Ja, ich glaube, so ganz hundertprozentig ist es nicht, aber meinst du, Dann nehmen das wir war einfach mal vielleicht die die. erste? So, also, Großansicht und schnell spielen. A3. Jetzt darf ich wieder, ja? Ja, aber ich gebe Eröffnungstipps. Aber das kann ich nur auf einen Zug. Okay, hier So. nicht. Schon raus. Machen wir Out of H4. book. Naja, wenn schon, denn schon, ne? Ja. No, nu Springer H3. Mit der Ja. Idee Springer G5. Ja, vielleicht erst noch D4 oder so. Kennt ihr alle die Geschichte von Arik Braun, der mit erstens A3 in 13 Zügen gewonnen hat? Da war ich sogar live dabei. Ich kenne die auch nicht. Und ich glaube sogar gegen den ganz guten Spieler. So. Ja, dann machen wir Springer. Also die Idee kenne ich aus hier so gegen Pirkaufbau. Aber da spielt man mit E4 und D4 und Er Läufer E3 und so. macht uns das Aber einfach nach. ja, wollen wir mal C3 spielen? Obwohl C3 und Ja, A3. Springer C3 passt in A3 super Huch. rein. Turm wollte ich jetzt nicht ziehen. Ich habe es gerade ein bisschen versäumt. Der Chat, der geht nicht automatisch, aber vielleicht, wenn du da mal so ein bisschen rollst. Ja. Okay. Hübsch groß.
Ein abgedrehtes Gambit. Naja, wir könnten hier E4, F3 spielen. Wollen wir? Obwohl es ein bisschen sehr Harakiri, oder? Aber es ist ein bisschen schlecht einfach. Ja, es wurde nach abgedreht gefragt. Aber wir können. Weiß nicht, sonst erstmal Läufer F4 oder so? Läufer F4. Ja, passt auch nicht so Und dann. hundertprozentig, wenn E5 kommt, aber. Und Ach dann so. Dame D2 Rochade, oder Was machen was? wir denn auf Dame B6 eigentlich? Also Oh, überlegen wir uns nein, dann. ich weiß es. Das ist ja der mieseste Trick aller Zeiten. A3 und dann machen wir einfach E3. Und wenn er dann auf B2 nimmt, ist die Dame weg. Nach Mit Springer A4. Springer. Ja, das ist in der Tat der mieseste Trick aller Zeiten. Wir haben ihn euch verraten. So. Ja, müssen wir decken jetzt, ne? Irgendwie E3. Ja, aber guck, nach Dame B6, Dame D2 geht das Ganze nicht mehr. Wir müssen irgendwie. Aber wir können trotzdem im nächsten, wenn jetzt dabei, naja, Wir können einfach wer Läufer kann, E2 machen. wer will zu kurz rochieren? Ich würde gern, oh, ich will mal so gerne lang rochieren und dann bringe ich mich über selber um. Ja, ich finde nur, dass der Läufer auf D3 nicht hundertprozentig passt. Ja, deswegen hätte ich jetzt, wobei Dame D2 lange Roch hatte, dann steht der Bauer auf A3 halt echt blöd. Was tun? Ja, Wir gute können auch. Frage. Naja, G3 ist sowieso doof. Und was ist F3 würde mit ich Dame gerne F3? spielen. Dame? Ich würde gerne Bauer F3 spielen irgendwann. Ja, aber E4 ist keine Drohung, weil dann D4 Oh hängt und ja, wir haben G4 auch. keine Zeit. Deswegen muss ich leider, weil du gibst Ich ja will nur nie Platz nach. machen. Ich gebe immer nach. Ja, für was willst du Platz machen? Für den Matangriff. Nee. Kannst du mir so die nächsten Ideen noch sagen, dass ich danach wenigstens schneller spielen kann von deinem grandiosen Zug hier? Ja, ich gebe zu, der war nicht gut irgendwie. Boah. Es ist unglaublich. Schnell reagieren dann. Ja, mit was denn? Wenn man jetzt schon mal Zeit hat, dann könnte man sich ja mal einen Plan überlegen, oder? Ja, ja, nimm mal auf B8 raus irgendwie. Aha, Bisschen gute Platz schaffen. Läufer geben im Zweifel, wenn man nicht weiß, was man zu tun hat. Und jetzt machst du Läufer D3 gleich. Es sei denn, es kommt Läufer G4 Zwischenzug, ne? Das wäre doof. Dann machen wir Dame F4. Ja, machen wir Dame F4. Das haben wir ja nicht so viel. Ja, hast du das heute schon verkündet? Eigentlich nicht. Das Krankbild ist auch ganz schwer rauszuhören. So. Na, dann nimm weg. Und dann auf. F3. Ja, F3 oder lange Rochade, Nee, erstmal noch im Unklaren lassen. ne? Ja. Wir könnten es uns ja auch noch anders überlegen. Das ist gar nicht so unwahrscheinlich. Dass wir uns das noch anders überlegen. Ja. Ah, wir drohen auch Springer F7 jetzt übrigens, ne? Ja, oder G4. Ja, aber dann kann er ja wieder zurückgehen Achso, und ja. deckt. Aber Springer F7. Ich wundere mich immer. Oh, so, lange Rochade, Ja, oder? auf geht's, oder? Auf in den Kampf. Das machen wir nach B5, ist ja irgendwie der logische. Ja. Nach B5 machen wir jetzt. G. Was machst du auf B4? Rausnehmen einfach, ne? Ja, da springe ab hier Ja, dann mach. Attacke! Das gefällt mir, wenn du so in aggressiver Stimmung bist. ein. Du hinderst mich ja immer. Nach A4. Ja, aber da kommt, obwohl ja auf Dame A5 hätten wir B3 machen können. Du hast Dann wäre recht. das dafür immer. Ne, auf Dame A5 hätten wir auch direkt auf B8 nehmen Oh können, ja. ne? Der In hängt der auch Tat. noch. Naja, solide. Man kann ja, guck mal, wenn man hier genügend angreifen, kann man sich mal einen ruhigen gönnen.
Ja. Ja, was ich gerade noch sagen wollte, du findest das so toll, dass ich so aggressiv bin, aber vorhin hast du die ganze Zeit gesagt, Oh, spring mal. nein, keine Bauernzüge hier am Jetzt nicht vergessen, Königsflügel. dass der Der Turm hängt, Turm wenn hängt, er ja. irgendwas anderes macht. Irgendwas anderes. Na gut, dann nehmen wir hier, ne? Oder geht es doch besser? Und jetzt? Wie kriegen wir denn da wieder raus? Schade. Wie wär's mit G schlägt H und dann Turm H1 haben wir zwei Gleich Bauern mehr. oder? Ja. Noch erst schlagen können. Aber Doppelbauern. Ziemlich viele, ja. Vielleicht haben Ja. wir gar nicht mal so großen Nee. Vorteil hier. Wie denn jetzt? Eine gute Frage. Ich glaube, wir stehen gar nicht besser. Ich glaube, wir stehen sogar schlechter. Mit so vielen Bauern mehr. Ja, weil das haben wir nicht so gut gelöst, ne? Nee. Eigentlich, Na, ich spiele einfach mal. ja, spiel schnell, bitte umstellen auf zügiges Spiel. Ja, die Umstellung ist noch nicht so geglückt. Ja, wir verlieren ja jetzt hier alles. Ja, Springer E3 droht. Oh. Ja, Springer ins Spiel bringen. Noch Springer D4 hängt auch alles bei uns. Dann. Ja, ist irgendwie echt nicht. Jetzt musst du schnell spielen, um irgendwie noch so ein bisschen Stellung zusammenhalten und ein bisschen schneller machen. Ich versuch's. Also, war gar nicht so toll. Es droht Oh. Springer E2. Nein! Ach, Soll Maus. ich aufgeben? Lass dich matt sitzen, spiel schnell. Versuch mal so schnell zu ziehen, wie es dir nur Oh, möglich ist. du bist so mies. Ich bin nicht mies, aber das ist ein elementares Element. Kann man das so sagen? Du, Ja. nein, wir werden das auch verlieren, keine Frage. Nach Turm F4 ist aber schon nur der Springer weg. Kam aber nicht. Wollen wir nicht aufgeben Du kommen? bist Ich gebe am auf, wie kann Hebel. ich aufgeben? Und du musst andrücken auf Aufgabe. Und nochmal. Da, tja, ja. Mann. Das war Ich eigentlich verliere so ungern. eine Ich gute glaube, das ist Partie, auch der ne? Grund, warum ich nicht so viel blitze, weil da verliert man ja logischerweise recht häufig. Man gewinnt auch häufig, aber die Verlustpartien. Der Abtausch war ganz furchtbar, aber hier müssen wir eigentlich total auf Gewinn stehen, ne? So. Aber weißt du was? Wir haben voll die gute Beispielpartie für unsere Doppelbauer-Lektion bei Lobes Lernstunde geliefert. Weil da haben wir genau das ja gepredigt, dass die Doppelbauern häufig dann auch mit Felderschwächen einhergehen. Und hier das Feld dann F5 und Ja, ich wollte, oder ich habe über magisch. den Zug nachgedacht. Was hast du von dem? Dachte ich auch, nimmt er hier so? Nehmen wir da Ich so? habe auch Zieht er drüber den her? nachgedacht und dann habe ich hier aufgehört nachzudenken und Hat man dachte. irgendwie kein Material gewinnen, ne? Und man hat trotzdem noch schlechte Bauernstruktur und alles. Vielleicht stehen wir auch einfach nur schlecht. Ja. Okay, dumm, dumm, dumm. Lass doch die kranke Frau daheim. Ich bin ja Ja, daheim. sie ist So daheim, ist es genau. ja nicht. Und guck mal, ich habe hier meine Teetasse. Und auch wenn das so schlimm klingt, das ist schon voll gut. Ich sage immer, je schlimmer es klingt, desto weniger schlimm ist Desto es. besser Nee, ist das, so es. kann man es jetzt nicht sagen. Aber meistens ist es ja so, ganz am Anfang von der Krankheit, da fühlt man sich einfach nur so richtig so wie durch einen Fleischwolf gedreht. So richtig Matsche, aber Sag so. Stopp, ohne Also, zu kurven. stopp! Und. Der Webner. Und. Moin, moin. So gerade Ach wurde so, haben wir irgendwas? skandinavisch gewünscht. Na, das geht hier schlecht. Das geht schlecht. Ja, wir haben die Partie noch gar nicht richtig kommentiert. Mach du mal. Ja, was ich kann. Haben wir gerade gegen Nikita gespielt? Ich habe es gerade schon wieder vergessen. Ah, er hat sich
beschwert, dass er die Trolleröffnung kriegt. Ja, Das war sorry. gar nicht getrollt. Ich habe das schon in Turnierpartien gespielt mit A3. Und mit H4. Ja. Nee, aber hat auch noch keine G6 gemacht. So, aber erstmal noch mal ganz kurz zurück zur Krankheit. Also, mir geht es nicht so schlecht. Ne? Und sonst ist das Bett hier gleich. Um die Fünf Ecke. Minuten. 5 Minuten. Du Ja, hast in gerade unserer. Mi Minuten und Meter, so eine neue Zeiteinheit. 5 Minuten. In unserer großen Villa muss man nur 5 Minuten laufen. Und Ja. dann bin ich schon im Bettchen. Naja, also alles gut, ne? Und was wollte ich, dann haben sich die Gedanken überschlagen. Ach ja, und dann wollte ich noch irgendwas zu Nikita sagen, zur Partie. Naja, ich weiß auch schon nicht mehr. Wir dachten, wir stehen gut. Wir haben irgendwie komische Ideen mit Dame F3 gebracht. Das war sicherlich jetzt nicht so bombig, aber an sich war das okay. So, zu dieser Partie. Wir machen uns erstmal hier wieder. Benoni, oder? Ja, genau. Das Einzige, was ich hier loswerden will, ist eigentlich, dass ich hier so jetzt irgendwie C4 drohe, ne? Auch schon vorher, den opfer ich natürlich gerne gegen den E4 bauen. Du willst gucken, was Ja, im ich wollte Chat nur kurz. passiert. Ja. Okay, du konzentrierst dich darauf. Ich gucke, bin ich hier dran? Nein. Okay. Wir wünschen sich nur nicht Premium was. Echt? Also das war aber Okay. jetzt Stopp, das war nicht, weil ich es gelesen habe. Also jetzt ist meine Haupteröffnung, aber ihr könnt Nee, euch warte alle was mal. Ich wünschen. glaube, das ging gerade auch nicht um Benoni, oder? Das wurde doch Doch, nicht doch. gewünscht. Echt? Doch, hier, da. Hier, zufällig gerade. Ach. Im Chat. Na gut, so viele andere Optionen hast du mit Schwarz auch nicht, außer du packst wieder Außer dein 30 Königsindisch. Minuten Königsindisch gelerntes. Ups. Was Ja. auch nicht allzu verkehrt ist, richtig? Ja, aber inzwischen haben wir doch Vollbild. Oder ach so, das ist auch schon ein bisschen her, Inzwischen, oder? ja, ich habe die Partie erstmal klein gestartet, um dann ganz Um groß zu ganz werden. groß Ja. herauszukommen. So. So, was passiert sonst noch? Wenn es gegen Schacho geht, Spanisch, oh Gott, das wird, glaube ich, Mit kein welcher großes Kino. Farbe? Na, wahrscheinlich mit Weiß, oder? Mit Schwarz kann man ja nicht Spanisch spielen, das sucht ja den Weiß aus, mein Schatz. Dann geht das. Lololololo, da Ja, will ich bist du hin. großer Spanischkönner? Ja. Ah. Ich habe tatsächlich in meinem alten Verein ist jemand, der schreibt Schachwitzbücher. Und Wer? den kennst du gar nicht, einer aus dem Vorstand. Wolfgang heißt er. Und der hat mir einen davon erzählt. Wie von Neuberg? Nee, von Hagen. Das ist doch nicht dein Mein Verein. alter Verein, habe ich doch gesagt, also bin ich da Ach immer so. noch Passivmitglied. Na So, gut. auf jeden Fall, der Witz ging so. Ein neuer Meisterspieler geht in den Verein und sagt, ihr könnt mich alles über Eröffnung fragen. Ich kann alles beantworten. So, und dann kommt der Erste, sagt, ja, hier, Spanisch. Und sagt, nur das nicht, nur das nicht. Kommt der Zweite, zeigt so, ja, hier, Russisch. Ja, das ist für mich auch Spanisch. Und so weiter. Mittelmäßig witzig, ne? Gar nicht mal so sehr. Hä, ach, das war schon Das der war, na, Witz. weil er sagt, er kann alle Eröffnungen, außer Außer Spanisch. Spanisch. Aber er sagt halt, für Das ihn ist finde alles Spanisch. So, jetzt will ich hier aber mal ein paar Drohungen aufstellen und davon berichten. Springer D3, Springer G3. Das ist Benoni-mäßig eine Und du stehst gut, richtig, hä? richtig gute Stellung, ja. Also wenn man so aktiv wird und noch keinen Bauern weniger hat oder vielleicht sogar zwei im Benoni, dann ist alles echt gut gelaufen. So. Jo, kann ich unterschreiben. Jo, ich habe dich ja auch zur Benoni-Expertin gemacht. Das ist ja auch schon Zweimal gespielt. so. Ich habe sogar 1,5 Punkte damit geholt. Das sagt aber immer noch überhaupt nichts aus, finde ich. Was hast du? Du hast 1,5 Punkte mitgeholt? Ist gut. Nur Chat gucken. Nur Chat gucken. Du guckst Chat, ich guck Schach. Hey, hier, da hat einer so reagiert wie ich. Das war schon der Witz. Oh Gott. Ja.
Ich habe nicht gesagt, dass der gut ist, oder habe ich das angekündigt? Nee, der Witz war wohl nur für Premium-Mitglieder. Ja, das finde ich einen guten Witz. Ja, Kai Martin hat dir die Show gestohlen, mein Schatz. Alles gut. Also das ist viel schlimmer hier, was der macht, mit seinem Springer da reinzuhüpfen. Also soll ich mal noch einen Trick machen? Nee, das wird nicht, Besser das als geht ein nicht. Witz auf jeden Fall. Das geht nicht gut, hä? Ich wollte halt einen Springer nach F4 stellen und wenn er alles rausschlägt, kommt Läufer E5 und dann ist die Dame weg. Wow, Aber aber ich glaube, sonst steht dein Bauer da einfach. D5 Schach war schon irgendwie eine ganz gute Wahl hier. Irgendwie so oder so. Jetzt würde man nur irgendwie auch ganz gerne auf B2 opfern, aber es bringt, glaube ich, absolut gar nichts. Aber man Alles im kann. Lot, Läufer F4 habe ich im Griff, habe ich alles im Griff. Wie machst du denn mit Läufer E5 oder was? Irgendwie so, Echt, ja. willst du es in deinen schönen Schwarzfelder geben? Ja. Oh, da blutet ja mein Königsinner Herz. Na Also dann. manchmal gibt man den ja gerne, weil häufig stellt man sich dann, ach, na gut, jetzt ist alles wieder Soll ich zu da? dir. Nee, 1, 2, 3, nicht gezählt. Ich gehe lieber dahin. Das sieht auch schöner aus, kann man auf C2 ohne Opfer einsteigen, ne? Ja. Was ist sonst? Haben wir die Zeit im Blick? Ja, so, Ja, das so läuft. mittelmäßig. Ja, zu C2. Sieht gut aus, danach können wir auf F4 schlagen. Die Dame kann gar nicht irgendwie noch irgendwo hin, Ach ja. ohne dass wir die wegmopsen. Oder so. Gut, das war Benoni, ne? Na, noch bist du nicht durch hier. Ich hab die schon beendet. Nee. Nee, ja. Also, Damengewinn halt und hatte noch ziemlich viel Zeit. Wir haben 20 Hätte ja aber auch Blitzpartien zum gewonnen. Beispiel den Läufer schlagen können, dann hätte er Turm und Figur, das müsste auch erstmal dann noch gewinnen Ja, im aber dann mache Blitzen. ich damit C2 und greife zwei Sachen an und gewinne was zurück und so. Das läuft schon. Okay. Eine klare Kaufempfehlung für das Buch. Ja, ich habe das selber nicht gelesen, aber es gibt es auch gar nicht zu kaufen. Naja, wie auch immer. Wir haben ein Foto von Schacho. Ihr beide habt ein Foto mit mir und euch. Da muss ich aber erstmal hier. Ich kann Das ist da. blöd. Immer wenn wir. Ach nee, das seht ihr ja nicht, ne? Das seht ihr nicht, Wenn das seht ihr wir. jetzt. Na, wenn ich mein. Ich habe meine Fensteranordnung ein bisschen so, dass ich. Dann mache ich mal hier auf. Ja, das ist natürlich schön, wenn man da keinen Namen dazu schreibt, dann weiß ich immer sofort, wer das ist. Na komm, wir versuchen das anhand des Spielstils herauszufinden. Na gut, dann gibt es da jetzt eine Partie. Und zwar Spanisch Spanisch. im Großfenster. Bumm. Ja, und wer ist das jetzt? Wir könnten. Und vor Ja. allem wir haben. Na, sollte das nicht Spanisch werden, Herr Mr. Schacho? Also ich glaube, die Partie breche ich ab. Wieso? Das ist doch hier, was ist Ich das? bin doch was anderes. Jetzt, als ob du in der normalen Partie denn so. Ne. Abbruch. Ne. Moment. Das wird nicht mehr So gespielt. nicht. Nein. Also, ich laber hier nur, ich spiele selber gar nicht, ne? Mir schon mal aufgefallen. Aber du machst das auch gut. Danke. Hier so. Aber du darfst gerne spielen. Du spielst die nächste oder wir spielen mal wieder zusammen. Was hältst du davon? Also mega viel Zeit haben wir gar nicht mehr, ne? Okay. Dann spiele ich noch eine Abschlusspartie, obwohl ich weiß gar nicht, das, weil früher, als die Blitz, also als das Geschwätzblitz ja immer noch im Studio aufgenommen war, wurde, da war das immer ja so, dass man dann mehrere gespielt hat und immer schön aufgenommen hat. So. Und am Ende hat sich dann das Redaktionsteam oder so die Videos nochmal ein bisschen angeguckt. Ich glaube, bei dir wurden einfach immer alle genommen. So. Und bei mir wurden dann immer welche rausgeschmissen, weil ich zu oft einzügig irgendwelche Sachen eingestellt habe. Ich habe, du bist halt einfach fürs Turnier, fürs Langzeitschach geboren irgendwie, ha? Aber ich muss mal sagen, so schlimm ist es nicht, weil zum Beispiel hier bei der deutschen Blitzmeisterschaft und so, da bin ich ja auch Dritte geworden. Also man muss jetzt hier auch nicht das so dramatisch darstellen. Ist es auch nicht halb so wild. Wie findest du meine Stellung, Bauernstruktur?
Weißfeldrich. Geht klar, oder? Was ich hier am Start habe. Ich mag immer lieber so ganz offene Stellung, glaube ich. Das ist mir schon, da muss man dann immer schon so Pläne finden. Mal so schwierig. Aber jetzt ist cool, weil jetzt hast du das Feld F5. Jetzt finde ich es auch ganz gut. Uiuiuiuiui. Nee, dann kommt der Läufer nach G5. Hey, tu doch nach E3. Nee, ich will das jetzt überdenken. Ja, aber nach Läufer H6. Also nach GH nimmst du erst mit der Dame wieder, oder was? Und dann kommt irgendwie Ja, aber das Dame. geht nicht, weil Dame C6 oder Ja. D6 kommt. Dann hätte ich euch den Jobava gemacht. Was Das ist heißt ein Insider-Witz natürlich wieder. denn? Den nur du Den nur ich kenne. kennst, Nee, gegen Ruslan Ponomarev in Baku hat er so einen Zug nur in besser. gespielt. In etwas besser. Ja, was mache ich denn mit dem Springer da? Lass den doch da, der macht doch nichts. Der will doch nur spielen. Ja, könntest vielleicht, obwohl jetzt H4, den hängt da, aber sonst mal ein bisschen Angriff. Oder die Türme auf der F-Linie verdoppeln, wenn man sonst nichts zu tun hat. Na gut, dann nimmt ja bestimmt da raus, dann nehme ich auch raus. Pre-Move. Jetzt sagt er, erzähl doch mal was über Heino. Ist Schacho Heino? Spielt er wie Heino? Du hast gegen Heino gespielt. Und Heino spielt von zu Hause aus. Ja, aber der hat kein Bild mit uns beiden. Aber wir mit ihm? Nee, ach stimmt, ich kenne ihn ja gar nicht. Ich war nur gedanklich Wärst anwesend. gern dabei gewesen. Also, Heino, nochmal. Also, wir haben nur eine Partie gespielt. Gab keine Revanche-Partie. Hat mir aber im Nachhinein, beziehungsweise Hannelore hat mir erzählt, dass er schon immer heimlich, oder naja, nicht heimlich, aber immer so regelmäßig seine Partien gegen Schachcomputer spielt. Und das klang so, als ob er hier diesen Schweinehund, ich weiß nicht, ob einer von euch den kennt, ich kenne den doch aus Kindheitstagen, das ist so eine ja, Engine, die dann immer so ein bisschen gemeine Kommentare Was von so sich Witze gibt. macht und ich kenne Ja, die. Ich kenne genau. die, ja. Also sowas wie, das musst du dir nochmal überlegen oder. Naja, das war jetzt kein Bist du dir da Gemeiner, wirklich aber sicher? halt so. Und weil Hannelore meinte, dann nehme ich, dass dann immer so Stimmen aus dem Zimmer kommen und dann so, Wenn er spielt. dass so kommentiert wird. Und dann dachte ich, naja, vielleicht verwendet er ja auch sowas. Ja, also war schon ganz witzig. Heino. Ja, das ist sozusagen hier Schach und Fragen stellen und beantworten alles zur selben Zeit. Ja. Hilfst du mir auch noch, diese Partie Also, irgendwas zu erreichen? ach, das Ich komme sieht da so nicht so richtig durch. souverän aus, wie du das hier. Aber genau das ist immer mein Problem mit solchen Stellungen, dass ich da auch über dich weiterkomme. Also vielleicht. Ich muss lavieren. Ich werde jetzt alle Figuren noch richtiger aufstellen. Ja, du könntest den Läufer nach H3 bringen. Aber dann ist der G4 hängt ja. Also ich glaube, dein Plan sollte sein, auf Zeit zu spielen. Das ist ein guter Plan. Ja, jetzt könnte man theoretisch H4 spielen. Dann will ich das doch gleich mal machen. Und dann Läufer H3, sagst du. Da steht da zumindest besser als auf G2. So viel ist sicher. So sei es. Dann könntest du den König noch. Na, wobei der steht vielleicht. Ich weiß gar nicht, wo der am besten steht. Aber es sieht so aus, als ob Schwarz auch keinen Plan hat. Wobei das manchmal sogar noch blöder ist, als wenn der irgendwas hat, weil dann muss man sich selber nicht drum kümmern. Dann. Tja. Ja, irgendwann im richtigen Moment halt G5, ne? Ja, sagst du mir Bescheid, wenn der Moment gekommen ist? Ja, erstmal musst du den H3 noch decken. Diesen Tipp kann ich dir geben. Jetzt musst du ihn sogar mehrmals decken. Oh.
Oh. Oh, nicht gut. Das sieht gar nicht gut aus. Ist das vielleicht noch zu retten? Ich muss mal eben hier Taktik überlegen. Ich überlege gerade an Läufer D4, Dame H6. Mit der Idee, dann nach GH. Der Idee. Ich mache das jetzt einfach. Ich hab's noch nicht verstanden. Mit der Idee, Matt auf G7 zu Ja, drohen. also. Achso, er kann Aber er aber. kann sie einfach decken. So, und jetzt in Kombination mit auf Zeit spielen. So muss das laufen. Irgendwie ein bisschen Verwirrung stiften. So tun, als ob man eine Idee hat, die Ja. auch noch funktionieren könnte. Ja. Aber geht, glaube ich, vorne und hinten nicht, ne? Nein. Na gut, aber du kannst ja ein bisschen die Stellung blockieren, irgendwie Läufer F5 vielleicht oder so. Wieso das? Darum. Ach so. Et voilà, sonst hängt der Ah. D7. Ja, dann Alles ging das mit vielleicht sogar, Bedacht oder? und jetzt. Man das Finish noch finden. Ah, stimmt. Wo ist das Finish? Hier ist das Finish. Jetzt muss Dame C5 kommen und damit die Wow. 7 ist matt. Wir müssen mal gleich nochmal anschauen, ob das wirklich so ging. Nee, nicht ganz, aber Weil man statt Turm G8 was anderes machen kann, oder wie? Turm F7. Außerdem hätte er nicht auf H5 rausnehmen müssen. Aber gut, dann kann ich den Springer ziehen. Dann ist die Chance da vertan dann. So. Aber das war ein phänomenales Finale. Jawohl. Nur zeig noch mal kurz. Ja, Dame H6 halt, ne? So droht matt, aber. Na gut, er kann Turm F7 spielen, aber geben wir zu, dann gehe ich zurück und dann hat er nur den Nee, ich Bauern im meinte Rücken. erst mal schlagen. Also er schlägt raus, ich schlag raus. Es droht Und jetzt matt. Turm F7. Also Turm F7, ja. Ja, ich denke, nach Turm G8 ist alles in Ordnung wieder. Ich verliere ja nicht meinen Bauern. Alles Ja, das gut. sieht gut aus. Aber Turm F7. So, Und. und jetzt wollte ich machen so. Okay, warte, warte, warte. So. Ja, zum Beispiel. Und jetzt vielleicht Turm G7. Aber. Naja. Ich glaube nicht, dass es funktioniert. Aber. Unklar. War so meine Idee, die ich mir gesagt habe, ich riskiere das. Vielleicht Läufer G2. Ja, aber Läufer G2. Dame H3. Mit der Idee Dame E3. Ja, das geht aber nicht. Jetzt hast du Ah, am der Ende noch Turm. was weniger. Stimmt. Na, halt mir fest, es ist auf jeden Fall schwierig, das mit einer halben Minute auf der Uhr zu widerlegen. Und wenn man nicht weiter weiß, sollte man. Das gilt aber auch so fürs Leben. Also wenn man keine Ahnung hat, dann sollte man wenigstens Verwirrung stiften. Ich weiß jetzt nicht, ob man das auf den Alltag beziehen Auf kann, alles. aber auf normale Schachpartien wahrscheinlich, ja. Dim. Erstmal ein bisschen nachlesen. Satz mit X. Schöner Angriff. Ja. Vielen Dank. Ja, nee, gut. War ansonsten, denke ich, war einfach eine normale Partie, ne? Ja. Also gibt es jetzt nicht so viel zu sagen. So, Schatzi, ich Und übergebe die Maus an dich. Ja, aber. aber ich wollte noch kurz sagen, hier war es wieder so, gucke, wir haben gar nicht jetzt die Stellung geöffnet oder so, sondern das war, weil wir dann gezwungen wurden, weil der Ich Gegner hätte was das tun. noch gemacht, Ja, wenn ich ich den Bauern nicht weiß, aber eingestellt hätte. ja. Okay, dann. Aber das war eigentlich so eine schöne Schlusspartie. Aber gut, ich gebe mein Bestes. So war Ach das. so, das war eine schöne Schlusspartie, meinst Ja, du, weißt du? weil das so ein schönes Opfer war. Aber nee. Jetzt musst du noch auch noch eine so eine schöne Schlusspartie machen. Da ist.
Ich würde ja gerne gegen eine Frau mal spielen. Aber das Du würdest erkennt gern man gegen eine immer so. Frau spielen, das ist aber, das heißt, du unterscheidest nach Geschlecht. Ja, ich mag Frauen lieber. Na, dann nimmst du jetzt einfach den femininsten Ja, denn, nee, denn Namen. fühlt sich noch jemand in seiner männlichen, was auch immer, Was was wäre denn gekränkt. feminin? Geh mal hoch. Nein, so schnell kann Na ich komm, nicht jetzt leben. da, auf sowas lassen wir uns jetzt hier mal nicht ein. So. Nein, du gehst einfach ganz schnell hoch und runter, ohne zu gucken, ist doch Okay. Stopp. Und wer dann. Warte, ich mach meinen Finger. Nee, du bist mit der Maus ganz woanders. Mach die Augen Oh. wieder. Moment. Wo bin ich jetzt gelandet? Was Auf. machst du denn? Na, aber jetzt habe ich auch meinen Gegner hier rumburak. Nee, der ist. Nee, also, das heißt irgendwie offline. Also. Also. Machen das nochmal. Manchmal tauchen so eine Sachen auf und verschwinden nicht mehr. Okay, also. Achso, du siehst ja nicht, ob du hoch runter machst, ne? Warte, das heißt, dann machst du deinen Finger davor von Bildschirm. Mach Finger davor. Und sag Stopp. Das Ja, du musst Stopp haben wir sagen. beide uns angeguckt und die Augen zugemacht. Ja, Ja, aber sag ich bin Stopp hier sagen. gar nicht so. Moment, hier, Stopp. Es Hier, ist Schach Tommy. Schachtommy. Die Tombola hat auf Schach Tommy und Na, das war aber gerade zu witzig. Ja, was sieht man da eigentlich immer für Stellungen ganz kurz? Deren letzte Partie? Nee, unsere, glaube ich. Nee, das war eine ganz andere Stellung, oder? So, jetzt machen wir Großansicht und spielst gegen Tommy und Migtal, das war der uns so fertig gemacht hat, da die Ja, eine Partie, ne? ich spiele mal. Der ist nämlich regelmäßig auch bei uns dabei und bei Training Tuesday auch und sagt, das bringt ihn sehr weiter. Bin jetzt schon lost. Nimm den weg da, was machst du? Gönn dir den. Ja? Ja klar. Das wäre ein Trick. Sei doch nicht so furchtsam. Nicht so zimperlich, meinst du? Ja. Weiß ich Ich nicht. mache. Du Aber hast dann ja hat er, nichts. dann hat. Ich habe nichts zu melden, okay, ich merke das schon. Was hat er dann? Läufer B5 oder was? Dann muss ich mich nur irgendwie versuchen zu entwickeln. Das ist Kriegst du Kunst. schon hin? Aber immerhin, du hast einen Bauern mehr. Ich hätte aber trotzdem nicht D5 gespielt, weil dann kann er jetzt so Sachen wie C4 machen und so. Oder sowas. Oder sowas. Oder kannst du ja wahrscheinlich an Läufer D7 machen. Aber der D5 fängt. Oh wow. Ist das furchtbar. Tja. Tatsächlich damit D6 geht doch, oder? Wo Ja. bin ich denn hier gelandet? Nur weil du gesagt hast, ich soll den E4 schlagen. Ja, aber D5 ist so eine Schwäche. Wenn du einfach zurückgezogen hast, hättest du die Dame im nächsten Zug vertrieben, ne? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Könnte bei A6 spielen. Könntest du nicht einfach Läufer D7 machen? Mach mal. Trau dich. Schnell. Ich will auch Zeit. Ah. Ja, das war ja die Idee von A6. Achso, ihn so ein bisschen zum Zug zu zwingen. Tust du so ja auch, seine Dame hängt ja, ne? Ja, aber hier kann er. Okay, auf Springer D7 kann ich einfach wieder schlagen oder auf F4 nehmen. Ist besser? Was besser ist? Vielleicht sogar auf F4. Okay. Und jetzt nimmst du die Dame raus. Und jetzt danach nimmst du auf B5 raus. Ich kann auch erst Springer C2 spielen. Ja, Ach aber nee, Springer schlägt dann ist B. der Abtausch so, hast du nur eine Figur mehr ohne irgendwelche. Gerade so nochmal entkommen, ne? Aber ich dachte gerade schon, oh war ja. Das könnte übel. Jetzt packst du noch hier positionelles Spiel aus. Zentrum erobern. Wenn man was mehr hat, soll man Ja, abtauschen. das habe ich. Genau dieser Spruch schwirrte auch mir im Kopf herum.
Gesundheit. Entschuldigung, So, ich habe mich Dankeschön. gegen die Rochade entschieden. So Läufer E5 liegt aber in der Luft, ne? Da rechnest du mit. Und Bis dann F öffnet sich Adenauer. alles, der D7 hängt. Also, naja, dann mache ich mal schnell, dass das nicht so gut geht. Und dann nehme ich alles raus. So, dann machst du, So. mach ich. Ich muss aber einmal hier. Ach so. Ja, so. Zu dieser Stellung kann ich gar nicht so viel sagen. Ich habe eine Figur mehr. Ich könnte irgendwas anderes erzählen. Entschuldigung, ich habe Jetzt. gerade gelesen. Karlsruhe, Grenke in der Cocktailbar, in der Gruppe. Ach, wer war denn da Ich mit weiß, wer dabei? alles da war, aber mit wem haben wir ein Foto gemacht? Ja, wir haben mit der. Ne, mit allen haben wir ein Foto gemacht, glaube ich. Ich habe so ein großes Gruppenfoto Ach so. gemacht. Oh, jetzt habe ich hier schon fast wieder geschafft einzustellen. Ja. Ist wahrscheinlich noch nicht so schlimm. Dann Ich mach könnte einfach so Turm der. König E6 und auf F4 kann ich Springer. Ja, das ist doch gut. Das ist doch hervorragend. Aber Namen will er hier nicht nennen. Oder sie. Dann schreibt doch im persönlichen Chat. Den A7. Naja, das war ein Trick, weil jetzt kann ich dann nämlich zurückgehen und den A2 holen. Das war alles so geplant. Jetzt Und das war. kannst du und musst du D4 machen, ne? Aber eigentlich will ich dir an der Stelle keine Tipps mehr geben. Ja, warum tust du es Weiß ich dann? nicht. Ich will Chat Ey. lesen, aber es chattet Ja, dann keiner. lies doch Chat. Also, der Computer sagt übrigens, dass das Opfer inkorrekt war. Ja. Das hat mir mein Gefühl aber auch gesagt, ja. Aber, zwischen Theorie und Praxis. Manchmal, es ist ja sonst hoffnungslos gewesen, ne? Das muss man auch immer mal gucken. Manchmal muss man nicht das Beste spielen, sondern das Aussichtsreichste. In der Tat. In der Tat. Ja. Ja, was kannst du sonst noch so erzählen? Wir waren heute bei IKEA. Das war ein ganz schönes Ja. Heckmeck. Doch, aber das stimmt, wir waren bei Viel IKEA. los. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Kann mir einer erklären? Das ging immer so, ich habe das immer nur so gehört. Ich habe das selber nicht getestet. IKEA-Frühstück. Ja, wer findet das gut und warum? Also, das war ja also die Hölle. Also es war jetzt, geschmacklich war es okay, aber es ist nicht günstig. Und da tummeln sich ja so viele Menschen rum. Das ist ja freiwilliges Kantinenfeeling ohne Ende, ne? Das war etwas. Ja, ich war auch nicht so begeistert. Ja. Aber bitte, also ich weiß nur selber, ich habe gehört, dass Leute da hingehen und so. Und ja. Naja, vielleicht weiß ja jemand warum. Oder vielleicht haben wir auch einfach was falsch gemacht. Wie, was kann man da denn falsch machen? Wir haben gegessen. Ja, aber vielleicht haben wir was Das Falsches gegessen. Ja, naja. So, was gibt's sonst noch? Ja, IKEA. Gibt's da Abkürzungen eigentlich? Das wäre auch was, ne? Man muss ja immer so. Man wird ja einmal im Quadrat geschickt. Das ist Ach schon so, mitunter Abkürzung. Ich dachte jetzt für störend, ne? IKEA. Das ist also der Geheimname. Das, Ich nee. habe mich gerade gefragt, wie du IKEA noch Andere abkürzen Möbelhäuser haben willst. sozusagen so Wege durch das Labyrinth, die sind aber auch etwas versteckt. Naja, aber wenn wir jetzt zu viel über IKEA und Möbelhäuser, da, keine Ahnung, das, Nee, auch nicht so. nee, ist halt so, ne? Entweder man mag das oder, Man mag es nicht. genau, oder man ist da halt irgendwie relativ ungern dran. Noch was Schachliches erzählen. Noch was Schachliches. Ja, es geht laufen gerade ein paar gute Turniere. Isle of Man ist spannend, ne? Da gucke Oh ich immer mal ja, rein. hier unsere Mannschaftskollegen von Forest, Ja. die sind da mit am Start und auch recht erfolgreich. Ja. Also zumindest Der wir Jordan. beide, oder? Hat Nee, der Lukas andere nicht nicht auch mehr so gegen. wirklich. Also, ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, nicht mehr so wirklich. Aber der hat gegen Wang Hao, also wer das.
Er hat 2,350, ist sehr talentiert, 13, 14, nicht 15 inzwischen schon Jahre fast alt. 2,5? Der Kleine nicht. Ja. Nee. Hat aber gegen Wang Hao mit 2,7 gewonnen. Das ist ja echt schon mal irgendwie eine Leistung, ne? Ja, nee, ansonsten, was kann ich noch erzählen? Weiß nicht. Schachlich. Ja, Montag hast du ja schon gesagt, geht's weiter, 20:15 Uhr. Also übermorgen. Gegenseitige Rochaden. Da schauen wir mal. Also da wird es um Angriff gehen. Ganz klar, um wer macht den gegnerischen König zuerst nackig. Ja. Oder so ähnlich, Oder ja. so eine Art. Und es ist halt auch manchmal eine Balance, ne, zwischen Angriff und Verteidigung. Oh, das war jetzt gerade nicht so schlau. Er hätte auch H6 spielen können. Das wäre in der Tat nochmal sehr gefährlich geworden. Ich glaube, Boah, du ich hast da muss jetzt hier relativ mal. souverän viel Material, aber durch König D5, oh, ich dachte schon, dein Bauer ist fast verloren. Du jetzt aber mal meinen Bauer dir durchbringen. Ich gucke gerade Da zum ersten Mal auf dein. tänzel ich schon ganz lange dran Du hast aber drumherum. anscheinend genug Zeit, was bei dir sonst relativ selten ist. Hier nehmen wir alles noch mit, was wir kriegen können. Ich wollte gerade sagen, in jedem Zug einmal einen Schach, dann kannst du ihn nicht platt setzen und kannst nicht irgendwie was schief gehen. Ich habe tatsächlich einmal in meinem Leben unwillentlich Patt gesetzt. Und das war, da war ich noch ziemlich klein und da kannte ich das auch noch gar nicht. Und da hatte ich alles mehr, ja. Und mich gefreut, wie so ein Schneekönigin, ja. Wäre wahrscheinlich vielleicht sogar mein erster Sieg gewesen oder irgendwas. Und alle stehen drumrum. Das war auch noch so ein Mannschaftsturnier. Und dann plötzlich freut sich die gegnerische Mannschaft total. Und ich wusste gar nicht, was los ist. Und dann war das sehr traurig. Ja. Ja, zu der Partie. Naja, am Anfang Bauern mitgenommen, dann ziemlich schnell ziemlich gefährlich geworden und dann ziemlich schnell auch nicht mehr so gefährlich gewesen. Ja, das ist immer die Gefahr, ne, dass sowas abflacht. So was im Chat passiert, dum dum Ah, Tipp dum für die WM. Carlsen. Ah, ich will jetzt, keine Ahnung, ich weiß nicht mal genau, wie viele Partien gespielt werden. Ist auch unklar, oder? Ja, Also kann ich ja gar bis keine Zahl man. sagen. Wie viel Vorsprung hat 2? Möglich, aber meinetwegen darf es ruhig Also. spannend sein, dann gibt es mehr zu gucken. Ja, aber ich denke, dass Carlsen recht deutlich gewinnen wird. Ja, was gab's noch? Ich soll eine Benoni-Serie machen. Ja, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich hatte das schon mal irgendwie war im Gespräch. Mal schauen, Großprojekte mache ich aber zurzeit nicht. Dafür Großprojekt Uni. Großprojekt genau. Abschluss Hattest du machen. hier schon die ganze Zeit wieder meine Partie im kleinen Format? Nein, ich habe Habe es ich sie danach geändert. jetzt? Dann, ja, wird noch gefragt von einem Nicht-Premium-Mitglied, ob wir mal eine spielen können. Jetzt leider nicht mehr. Jetzt nicht mehr und auch ganz generell muss ich einfach sagen, ich möchte. Ich möchte ich eigentlich gegen alle spielen und so weiter und so fort, aber nee, wir Aber wir müssen. wollen auch das tolle Format Chess24 unterstützen. Ja, also wir wollen halt, dass dieses Format, dass diese ganze Seite Erfolg hat und dafür muss man jetzt nicht die Gratis-Mitglieder verdammen oder so, das überhaupt nicht, aber man Ja. muss den Premium-Mitgliedern was bieten und das ist halt zum Beispiel ein Teil davon, dass es. Die Möglichkeit ist, ihr könnt alle gerne im Chat schreiben, da schreiben wir mit euch, reden wir mit euch, alles mit drum und dran, aber spielen dafür dann Premium. Aber sagen wir mal ehrlich, das ist einmal irgendwie eine Do Döner und eine Cola im Monat oder so, das ist dasselbe Ist Geld, ja also das kann erschwinglich. man, Und wenn ihr ja. noch Schüler oder Studenten seid, Studenten auch, Ja. gibt es auch Rabatte. Ja, in Form von Gratismonaten. So. Ja, das war's jetzt aber für heute. What to say? Ja, nix, nicht mehr viel. Also wir freuen uns auf Montag, wir freuen uns auf jeden Montag, auf jeden Tag sowieso, aber montags immer die Lernstunde. Abends wäre schön, wenn ihr dabei seid und live mitmacht. Da können wir immer, oder da ist das Ergebnis immer am schönsten, weil wir alles mit euch gemeinsam erarbeiten. Ansonsten hat Spaß gemacht, mit euch zu spielen. Ich hoffe, euch auch. Und das nächste Mal, schauen wir mal, sind wir wieder beide am Start?
Guck mal, ne? Irgendwann nächste Woche werden wir wieder Geschwätzblitz machen. Und das wird dann immer wie immer so ein bisschen rumschwirren als Ankündigung. Wir haben da noch keinen fixen Termin, aber Nö, das. wollen wir, glaube ich, auch nicht, ne? Oder Geschwätzblitz wird flexibel. Ja. Wir sind ja alle flexibel. Genau, in der Zwischenzeit, ihr könnt Spontan. auch immer Nachrichten an unseren Account schicken, uns als Freund adden. Und wenn ihr irgendwelche ganz tollen Ideen habt, was wir unbedingt als Format aufnehmen sollten in diese Serie. Gerne schreibt uns. Genau, irgendwas mit, weiß ich nicht, einer macht einen Kopfstand, bis der König gezogen hat oder so. Also bitte konstruktive Vorschläge. Schauen wir mal. Es sei denn, es heißt, Nico macht den Kopfstand. Ja. Wir werden sehen. Ja, nee, das ist von mir. Ich wünsche euch noch ein schönes Von Wochenende. uns wär's Von das. mir, also, nein, genau, das wär's von mir. Möchtest du noch was sagen? Oder spreche ich für uns beide? Du sprichst natürlich für uns beide, mein Schatz. Und du Ansonsten würde auch. ich schon noch Einspruch erheben. Gut. Also Jo, dann. schönes Wochenende noch. Mach's gut.